So, wir schauen mal, was wir heute bei den Spontis probieren. Ach, da hinten sehe ich eine Hand. Riesling! Vom Weingut Schenk, ja klar. Immer. Ja, ihr habt es ja gerade schon gesehen. Willkommen bei den Wein Spontis erstmal. Genau, heute ist das Weingut Schenk mal wieder dran. Ja, Riesling vom Marsberg 2019. Von der mittleren Linie, sage ich jetzt mal, von der mittleren Qualitätsstufe, die heißt Handwerk. Ja, und hier eben wirklich anders als Marsberg ist so eine, ja, das ist schon eine, so eine Paradelage, auch ein bisschen für Riesling, finde ich persönlich. Sehr heiß, also ist, glaube ich, wirklich eine von den heißesten Lagen in Randersacker, bringt sehr gehaltvolle Weine mit sehr viel, ja, ein bisschen kräftigere Weine auch hervor. Da bin ich jetzt einfach mal gespannt. Ja, aber schauen wir mal, was der Wein so kann. Der Thomas Schenk ist übrigens so ein richtig sympathischer Winzer, also haben wir auch unser erstes on Tour gemacht, auch schon WhatsApp. Echt sympathischer Winzer mit einer coolen Heckenwirtschaft, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kann man richtig gut feiern dort. Und ja, sympathischer Mensch, da trinke ich gerne Wein. Der ist, glaube ich, gut. Trockener Riesling. Könnte spontan vergoren sein. Sehr mineralische Noten. Zitrusaromatik so ein bisschen. Ganz leichter Weinbergspfirsich, ja, nur ganz leicht. Eher so diese Zitrone-frische Komponente ist hier da. Schöne Nase. Gefällt mir. Macht Lust auf mehr. Zum Wohl. Der ist echt nicht schlecht. Also auch von... Viele hören das ja gar nicht so gern. Aber ich würde schon sagen, also die haben ja richtig so eine salzige Komponente. Der ist richtig schön trocken. Wir haben hier eine Mineralik, die durchkommt, also Muschelkalk par excellence, der hier wirklich da ist. Der ist richtig gut geworden, also wirklich Kompliment. Der Muschelkalk kommt jetzt immer mehr, also was für ein Terroir. Ja, Terroir-Wiedergeber, sage ich jetzt mal. Super, echt super. Auch wirklich sehr frisch, sehr... macht Lust auf mehr. Fränkischer Riesling. Immer hin und wieder ein bisschen unterschätzt und steht immer so ein bisschen im Schatten vom Silvaner. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, trinkt doch mal fränkischen Riesling. Das hat was. Richtig schön Mineralik. Ist richtig gut geworden. Richtig gut. Kompliment. Es hat wirklich auch so einen sehr, sehr guten Körper, sage ich jetzt mal. Hat richtig Volumen auch. Ist aber gleichzeitig auch so ein bisschen frisch durch die Säure, durch die Zitronenaromatik, sage ich jetzt mal. Gefällt mir gut, der ist gut. Er ist gut, aber noch nicht sehr gut.
Also, ich sage jetzt mal so im Bereich von einem großen Gewächs, da würde ich ihn noch nicht ansiedeln. Das ist wirklich eine gute erste Lage, also wirklich sehr gut. Also, gefällt mir richtig gut. Ich wiederhole mich. Das ist wirklich ein richtig guter Wein. Ich würde den schon im mittleren 40er Bereich sehen, also bei 43 bis 44 Punkten würde ich ihn sehen. Der ist wirklich gut gelungen. Dann würde ich einfach mal sagen, ich gehe in die Mitte, 43,5. Gute 43,5, also er kratzt auch schon eine Stufe höher. Von dem her kann ich nur sagen, liebe Leute, trinkt fränkischen Riesling. Wird immer unterschätzt. Und ich muss echt sagen, ich glaube, wir müssen auch nochmal aktuelle Weine vom Weingut mal probieren. Aber hier der 19er, echt stark. Hat auch gerade einen richtig schönen Trinkgrad, finde ich. Schöne Fließgeschwindigkeit. Fisch. Der Fisch will schwimmen und darin schwimmt er gern. Ja, sehr gut. Von dem her, ich gebe aber an Ralf und komme dann mit einem anderen Riesling danach. Bis denn. So, heute schauen wir mal nach was Älterem aus der Wachau. Was haben wir hier? Rudi Pichler, Terrassengrüner Veltliner Smaragd 2012. Okay. Ja, das salü. Servus, eigentlich. Ja, herzlich willkommen aus dem Wiener Keller. Heute Wachau. Wir haben also hier Rudi Pichler, Grüner Veltliner Terrassen Smaragd 2012. Ich habe mir gedacht, wir probieren heute mal einen etwas gereiften Smaragd. Also, ja, 2012. Okay. 2012, wenn ich das überlege, war ein recht warmes Jahr. Die Vegetation ist da sehr schnell vorangeschritten. Es gab zwar zwischendurch Frühjahrsfröste, wo auch einige Gegenden, so einige Lagen betroffen waren in der Wachau, aber im Großen und Ganzen eigentlich nach einem, ich glaube, eher kühlen Winter. Beim Winter bin ich mir nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es ein relativ warmes Jahr war und auch die Weinlese relativ früh losgegangen ist. Und das Jahr hatte auch den Vorteil, dass es fast keine Botrytis gab. Ja, Weingut Rudi Pichler. Wir sind in Vösendorf. Ja, das Weingut, eine Institution in der Wachau. Wachau, wahrscheinlich in Deutschland das bekannteste österreichische Weißweinanbaugebiet. Wunderschön, sehr strenge Produktionsvorschriften und ja, das Weingut hat ca. 15 Hektar. Inhaber Rudi Pichler, aber in den Startlöchern stehen schon die Kinder, Theresa und Rudi Pichler Junior. 100% Weißwein. Man hat überwiegend Veltliner, an zweiter Stelle Riesling und dann noch Weißburgunder und roten Veltliner. Ja, also eigentlich eine Besonderheit für die Wachau, aber es gibt auch ein kleines bisschen roten Veltliner. Aber halt probieren wir mal den Terrassensmarkt. Terrassen deshalb, das ist eigentlich eine Cuvée verschiedener kleiner Lagen. Und ich habe den schon mal probiert vor vielleicht 7 Jahren, 8 Jahren eher, mit einem Kameramann aus Wien.
Und damals habe ich mir 6 Flaschen davon in den Keller gelegt. Und heute mache ich mal die zweite auf. Oder probiere die zweite. Mal schauen. Die Nase ist sehr, sehr vielversprechend. Ja, Veltliner merkst du sofort. Ja, also wir haben so ein bisschen die Orangenzeste, auch ein bisschen den Tabak. Etwas Apfel. Kräuter. Es heißt ja immer so, gereifte Veltliner nehmen dann den Charakter von Weißwein aus der Bourgogne an. Kann ich jetzt noch nicht so bestätigen. Also hier ist ganz klar der Veltliner rauszuschmecken. Auch im Geschmack, Tabak, die Kräuter und die Orangenzeste. Also sehr, eigentlich sehr typisch und sehr, sehr starke Mineralität. Also ihr habt einen unheimlichen salzigen Geschmack. Der Wein ist sehr saftig. Ganz typischer Wachauer. Schmeckt nach mehr. Wie viel hat der damals gekostet? Also, das. Puh. Irgendwas um die 20. Etwas über 20, glaube ich. Ich habe letztens mal einen 20-jährigen Wein aus einer Einzellage von Rudi Pichler probiert, fantastisch. Absolut fantastisch. Ist ein Erlebnis. Der hier wirkt noch sehr jung. Obwohl 10 Jahre alt, wirkt er total jung. Hat bestimmt noch Potenzial für weitere 10 Jahre. Aber ist schon schön. Ist halt toll, wenn man. Das ist so, als wenn man nach Jahren einen alten Bekannten wieder trifft. Also ganz typischer Wachauer, ohne Botrytis. Also wenn, dann ist es minimal, aber ich finde, er ist praktisch ohne. Unheimlich schöne Salzigkeit. Frucht ist im Hintergrund. Die Orangenzeste ist noch da. Ein bisschen Apfel schwingt noch mit, aber nicht viel. Großartiger Wein. Also ich weiß, das Weingut kann da noch eine Schippe drauflegen, ja. Aber er ist schon toll. Ist eigentlich so ein richtig schöner 44 Punkte Wein in dem Bereich. Sehr schön. Hat die 44. Und Wachau, ich finde, die Wachauer haben einfach einen ganz, ganz besonderen Charakter.
Und wenn ihr mal hinkommt, wunderschöne Gegend. Wir müssen auch mal wieder on Tours dort drehen. Gefällt mir sehr gut. 44 Punkte. Gebe nach Würzburg zum Burkhardt und werde noch ein bisschen den Smaragd probieren. Bis später. Trinkt mehr grünen Veltliner und lasst ihn ruhig mal ein bisschen liegen. Also. Man fühlt sich wie in der Wachau bei den Smaragd-Eidechsen. Also Burkhardt, was hast du im Glas? Bis später. Ja, hallo. Zweiter Teil der Spontis heute und 36 Grad in Würzburg. Das ist hart. Das ist echt hart und da muss man sich auch was raussuchen, was man heute probieren kann, wo man guten Gewissens da auch was probieren kann und nicht danach irgendwie ein bisschen fertig ist, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen habe ich mir einen Kappi rausgesucht. Riesling Kappi, Weingut Wegeler, Gutshaus Mosel. Klassiker, sage ich jetzt mal, von der Mosel. Richtig großes Weinhaus, sage ich jetzt mal. Und das Weingut gehört immer noch der Familie Wegeler, aber die, dem gehört es. Und Weingutsleiter ist inzwischen der Norbert Breit, der auch im Keller verantwortlich ist. Das Weingut hat inzwischen 15 Hektar, 100% Riesling und ganz große Lagen von der Mosel. Also da sind wir wirklich, da sind die ganz Großen auch dabei. Und wir haben hier eben die Bernkasteller Badstube, Riesling Kabinett, also VDP große Lage ist es eigentlich, aber halt ein Kabinett, 9,5% Alkohol. Und einfach bei dem Wetter, glaube ich, wirklich nicht verkehrt. Ja, Kabi. Also wir haben schon eine Frucht. Schon eine Pfirsichnote ist schon dabei. Aber Schiefer. Es schiefert hier wirklich extrem. Leichte Honignuancen. Auch sehr mineralisch. Wir haben hier schon Frucht, so reife gelbe Früchte, geht so schon ein bisschen exotisch, ein bisschen Ananas würde ich sagen, in die Richtung geht. Wirklich sehr fein, gefällt mir gut, aber wirklich sehr mineralisch. Also Schiefer haben wir hier wirklich sehr toll im Geschmack. Fließgeschwindigkeit haben wir auch, der gefällt mir heute echt gut. Das ist genau das Richtige für heute. Sehr schön ausbalanciert, schön, die Süße ist nicht zu heftig, schöne Säure dazu, schön, also schöne Nuancen einfach. Ja, trinke ich gern. Trinke ich echt gern. Sowas. Das macht Spaß. Das macht einfach Spaß. Das ist, würde man sagen, wir sind um die 60 Gramm Restzucker. Macht aber nichts. Trinkt sich sehr angenehm. Würde ich jetzt einfach wirklich euch empfehlen, an so einem heißen Tag wie heute, wenn ihr da ein Glas Wein trinken wollt, sowas ist da das Richtige. Beziehungsweise hier natürlich Aperitif, einfach so easy drinking. Ich könnte es mir auch so in der Gastro so ein bisschen in der Richtung Dessert gut vorstellen. Warum nicht mal als also fährt dann Kabi, fährt dann auch mal eine Spätlese, so als Ente, also Entenbegleiter so ein bisschen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Asiatisch, ja klar. Ja. Kennt ihr ja. Aber ich trinke den einfach so heute. Und der ist richtig gut. Der ist wirklich ein richtiger, toller Kaffee. Also wir reden ja wirklich von
Mosel, da sind wir schon oben mit dabei. Der macht mir wirklich Spaß. Und da würde ich jetzt einfach sagen, da sind wir zu Anfang der 40er, würde ich den schon sehen. Ich wäre da wirklich bei 42. Also das ist, ja doch, 42 Punkte. Weil er eben nicht so plump ist. Wir haben jetzt nicht hier nur säure-süße Spiel, sondern wir haben eine richtig schöne Mineralik hier drin. Also das kommt richtig toll raus. Und ja, das macht Laune, das macht Spaß. Und das war's für heute. Also heute zwei Rieslinge, die ich euch mal präsentieren konnte. Komplett unterschiedlich, aber beide richtig, ja, upper class, sag ich jetzt mal. Und hat mir Spaß gemacht. Und ja, jetzt ist der Ralf nochmal dran. Ich gebe ab nach Wien. Und wir sehen uns bei der nächsten Flasche Wein hier wieder bei Werner Vino. Und bis dann. Macht's gut. Ja, ciao, ciao. Hallo zusammen aus Wien. Ja, Bocki, du hast gerade den Bernkasteler Bartstube Kabinett probiert. Heute gibt es den auch in Wien, allerdings aus einem anderen Jahrgang. Wir haben hier einen aus dem Jahrgang 2008. Und zwar, das ist bei den Weingütern Wegeler eben möglich, aus der Vintage-Kollektion auch Weine zu kaufen. Das heißt, man hebt hier bewusst Jahrgänge auf und die werden ideal gelagert und die können dann Kunden auch etwas später kaufen. Also das ist jetzt der 2008er, hinten ist auch vermerkt 2021 der Schatzkammer entnommen. Ist natürlich für den Weintrinker schon ein gutes Qualitätszeichen, ja? Also man weiß, wo der Wein gelagert wurde und kann sich eigentlich auch sicher sein, dass der in sehr gutem Zustand dann auf den Tisch kommt. Ja. Jetzt wird probiert. Kostet ein paar Euro mehr als der aktuelle Jahrgang, aber das ist auch ein Vergnügen, was man sich nicht alltäglich gönnt. Zum Weingut habt ihr ja schon einiges vom Burkhardt gehört. Darum kann ich mich jetzt auf den Wein konzentrieren. Schiefer. Trotzdem eine schöne Fruchtnote dabei. Ein Weinbergspfirsich noch da. Aprikose, teilweise exotische Duftnuancen, aber der Schiefer, der ist sehr stark vorhanden. Ganz klassischer Kabi. Ich bin jedes Mal baff, ja. Da bist du eigentlich als fränkisch Trockentrinker eingeeicht, ja. Und dann kommst du mit der Mosel in Verbindung. Es kommt so ein graziler 8% Alkohol habender und doch Wein mit unheimlich Substanz, Essenz, aber trotzdem grazil, kommt daher mit einer schönen Lieblichkeit, schöne Säure und du bist weg. Ja, du bist echt weg. In der Nase hast du aber, da kommen auch noch andere Geruchsnuancen.
Also meines Wissens nach werden die Weine im Edelstahl ausgebaut. Also hier kommen auch so kräutrige Nuancen dazu. Oh ja. Also ich finde, der macht immer mehr auf, da kommen immer mehr Sachen dazu. Das Zeug, das macht einfach. Das ist wunderschön, das sind einfach Weine, die sehr kommunikativ wirken, ja, die zur Diskussion einladen, die beschwingen, so richtige Allrounder. Also ich finde den großartig. Riecht von mir. Schon sehr gut. Ja, ich gehe dann zurück zum Burkhardt und melde mich dann noch mit dem zweiten Mal. Bis nachher. Und trinkt mehr Kabi von der Mosel.